Ich würde jetzt ganz gerne direkt zu den Zuschauerfragen übergehen, weil es doch viele sind. Die erste richtet sich an Frau Bayer-Müller. Eva Mirdot-Schwein fragt, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Kann es sein, dass Hasskommentare entstehen, weil Leute Neid gegenüber Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, empfinden? Also ist es eine Sache von Neid? Jetzt ist gerade das Bild abgebrochen, Frau Bayer-Müller, aber jetzt sind Sie wieder da. Also das kann eine Ursache natürlich sein, dass es eine Neiddebatte auch gibt. Ich glaube, es sind viele, viele Möglichkeiten, die dazu führen können. Eine kann das sein. Ich glaube auch, eine weitere ist, und die würde ich fast noch vordergründiger sehen, ist, es gibt Situationen, mit denen Menschen einfach schwierig umgehen können. Und ich glaube, Corona beispielsweise ist so eine Situation, ja, man hat wenig Handlungsspielräume oder wenig Handlungsmöglichkeiten, dem zu begegnen als eigene oder eigenständige Person. Und das macht oft auch das Gefühl von Handlungsunfähigkeit. Ich glaube, an der Stelle entstehen dann gerade auch Kommentare, die dann eben in Hate Speech enden können. Die zweite Frage richtet sich an Josephine Ballon. Christian Brandt fragt: Ja, Flagge zeigen, Fake News enttarnen, klar, alles gut. Aber wenn jemand schon mit der Corona-Lüge kommt, was willst du dem dann entgegenbringen? Da kann man posten, was man will, da kommt man überhaupt gar nicht mehr ran. Ja, das ist eine gute Frage. Das Gefühl kenne ich sehr gut. Natürlich ja, spielt da auch das rein, was wir heute schon besprochen haben. Es geht nicht darum, die Person, die da jetzt hartnäckig zu der Auffassung gelangt ist, dass Corona vielleicht gar nicht existiert und nur eine große Lüge sei, davon zu überzeugen, dass es ja anders ist, sondern es geht darum, denjenigen, die mitlesen, die vielleicht denken, ah, vielleicht ist da doch was dran, vielleicht sollte ich da auch mal drüber nachdenken und ja, eben auch das Gefühl zu vermitteln, dass das nicht die einzige Meinung ist, die existiert. Man darf halt auch nicht vergessen, dass die sozialen Netzwerke auch eine wahnsinnige Filterbubble kreieren. Das heißt, Menschen, die dann einmal anfangen, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, die dann da auch nochmal vielleicht einen anderen Inhalt anklicken, nochmal ein Video gucken, die werden dann eben da auch entsprechend ja, getriggert, noch weitere Inhalte sich anzugucken und auf einmal sind sie in fünf Gruppen und ihr Newsfeed enthält gar nichts anderes mehr. Das wissen wir aus dem Bereich des Rechtsextremismus, dass über 70% derjenigen, die Mitglieder sind in solchen entsprechenden privaten Facebook-Gruppen, von Facebook dazu eingeladen wurden durch Werbung. Das ist halt leider auch das Gleiche mit allen anderen Themen. Und das ist etwas, wo man natürlich dann auch einfach darauf hinwirken muss, damit andere Menschen sich nicht so leicht da reinziehen lassen. Und wenn man dann eine Bestätigung sucht für diese Verschwörungstheorien, die man kurzfristig glaubt, dann findet man die ja leider auch an anderer Stelle dann auch. Und das ist halt die große Gefahr. Deswegen ist dieses immer wieder zurechtbiegen, zurechtrücken von Fake News eben auch so wichtig. Dr. Fabian Mehring, an Sie die Frage von Markus Mücke Schröder. Hallo Fabian, wird das Thema Hass im Netz weiterhin eine zentrale Rolle spielen, bei dem sich die Freien Wähler engagieren? Grüße aus Augsburg. Ich freue mich erstmal über die Frage aus der Heimat. Ist gut, wenn wir auch in Augsburg verfolgt werden. Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es tatsächlich ein Masterthema ist. Ich habe ja vorhin schon ein paar Mal versucht, das zu skizzieren. Ich meine, dass wir da eine ganze Reihe, ein ganzes Bündel von Hausaufgaben haben, sowohl im gesellschaftlichen Bereich als auch im institutionalisierten Bereich und drittens im Bereich des Rechtsstaats. Und dass es, glaube ich, wirklich wichtig ist, im Jahr 2021 da legislativ anzukommen und auch im Hinblick auf das gesellschaftliche Bewusstsein anzukommen. Es findet einfach eine völlig anders strukturierte Art von Meinungsbildung statt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also wenn ich mal ganz profan durchzähle, wie viele Zeitungsabonnenten es in meiner Heimatregion noch gibt, nur mal am Stimmkreis festgemacht und gar nicht an der großen bayernweiten Perspektive und wie viel es vor 20, vor 25 Jahren gab, dann ist völlig klar, dass sich Leitmedien verändert haben, dass die Menschen sich wesentlich direkter im Internet informieren, was ja auch Vorteile haben kann. Wir reden heute über Hate Speech und deshalb über die Nachteile. Ich will ausdrücklich sagen, es hat auch große Vorteile. Für mich als ein junger Politiker in der Spitzenfunktion, ich würde diesen direkten Kontakt
weder als Ideenmühle für meine politische Arbeit noch als Rückbindung an die Bürger irgendwie missen wollen. Ich bin Gott froh, dass es die Chance gibt, auch über Facebook, über Instagram, über meine Arbeit informieren zu können, ohne jede Frage. Aber wir müssen auch das Negative daran mal zur Kenntnis nehmen und daran arbeiten, dass wir die gleiche Rechtslage, die wir sozusagen im echten Leben haben, auch im Internet durchsetzen können. Und da gibt es große Aufgaben auf allen politischen Ebenen. Da gibt es aber auch, ich sage das noch einmal, Aufgaben im Bereich der Gesellschaft und zur Meinungsbildung für jeden einzelnen Bürger. Und da muss man auch, glaube ich, die internationalen Konzerne, die da dahinter stehen, auch mit ihren Monopolstrukturen mal an die Kandare nehmen. Hab das mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, wie man in Zeit Twitter mal mit Herrn Trump umging nach dem Sturm aufs Kapitol. Aber da ist schon auch Luft nach oben, ja. Und diese Dinge, die gilt es zu machen, weil ansonsten werden wir in wieder 20 Jahren wahrscheinlich eine noch stärkere Verlagerung öffentlicher Meinungsbildung in den digitalen Raum sehen und werden ihn nicht mehr Herr werden, wie das jetzt in der Corona-Krise schon mal der Fall war. Deshalb dieses Brennglas, das Indra Bayer-Müller angesprochen hat, sehr zu Recht, wahrnehmen, daraus lernen, Lehren aus Corona ziehen und jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir rechtlich und gesellschaftlich mithalten mit dieser Veränderung von öffentlicher Meinungsbildung. Und deshalb bleibt es natürlich ein großes Thema für die Freien Wähler, ohne Frage. Ja, also wir haben natürlich alle sehr viel dazugelernt jetzt in der ganzen Zeit, was Digitalisierung angeht, auch die Staatsregierungen. Mein Schlüsselmoment war eigentlich, als ich mit RTL mal auf einem riesen Marktplatz einer deutschen Stadt gedreht habe und da kommen ein paar Jugendliche auf mich zu und fragen mich, ja, für wen ist denn das hier? Ich sage, für RTL. Aha, kommt es auch bei YouTube? Dann, das war mein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt auch ein bisschen vor allen Dingen solche Podiumsdiskussionen machen, damit ich überhaupt noch erscheine. Indra Bayer-Müller, Fritz Obermeier fragt: Raten Sie Kollegen ab, sich im Netz zu präsentieren? Darauf kann und sollte man doch eigentlich nicht verzichten, oder? Also ich kann das, was der Herr Dr. Mehring gerade sagte, nur unterstreichen. Wir haben hier ein Medium, das wunderbar funktionieren kann, das die Möglichkeit bietet, Informationen zu streuen, das auch Diskussionsgrundlage sein kann, wenn sie eben dann in einer Kultur stattfindet, die richtig ist und wichtig. Ich glaube aber eben gleichermaßen, wir müssen eben auch damit umgehen können, wenn Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Und das müssen wir besser lernen, mehr lernen und vielleicht auch insbesondere die nicht sozusagen jüngere Generation, die das vielleicht schon noch besser lernt im Moment wie wir, vielleicht auch unsere Generation noch mal ein Stückchen mehr in die Verantwortung nehmen, eben um zu sagen, okay, welche Kultur der Diskussion wollen wir denn im Netz haben und das tatsächlich auch forcieren? Und ich glaube, da haben wir schon noch was zu tun. Und ich bin dankbar, wenn da auf bayerischer Ebene mit vorangegangen wird und wir in Zukunft hier vielleicht auch eine Leitkultur, wenn ich es denn mal so nennen darf, auch im Netz entwickeln, die uns allen hilfreich ist, um genau dieses Medium zu nutzen. Und dann würde ich sagen, Herr Obermeier, auf jeden Fall nutzen wir das Netz für alle Politiker in einer angemessenen Form. Wunderbar. Ich hoffe, Herr Obermeier, dass das für Sie so gepasst hat. Jetzt an Josephine Ballon. Christian Brandt fragt: Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Warum ist das auf Social Media so? Ist nicht sowieso Hopfen und Malz verloren? Kann man hier bei der Masse der Nutzer noch etwas dagegen halten? Also wenn ich glauben würde, dass alles verloren ist, dann würde ich den Job nicht machen und dann hätte ich keinen guten Antrieb, morgens aus dem Bett aufzustehen. Ich glaube, dass natürlich nicht Hopfen und Malz verloren ist. Wir haben gesehen, dass ab 2015 im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise eine Enthemmung der Sprache stattgefunden hat und ja, sich gewisse Dinge einfach verändert haben im öffentlichen Diskurs und uns das so ein bisschen entglitten ist, weil natürlich auch gesetzgeberische Maßnahmen auch immer etwas dauern und weil die Social-Media-Plattformen das natürlich durch ihre Algorithmen und durch ihr Geschäftsmodell ganz einfach befeuert haben und es dadurch sich ausbreiten konnte. Ich denke aber, dass nach und nach ein Umdenken stattfindet. Wir sehen das auf gesetzgeberischer Ebene, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, wo halt immer mehr spezialisierte Staatsanwaltschaften sich beispielsweise herausbilden, die eben auch solche Straftaten verfolgen wollen. Und wir sehen auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Wir sehen, dass das Thema unablässlich auch in den Medien vertreten ist, bereits jetzt seit 1,5 Jahren.
Es gibt immer wieder eine neue Aktualität und ich bin guter Dinge, dass ein Umdenken stattfindet, aber natürlich bedarf es, um das Problem zu lösen, ganz, ganz vieler kleiner Bausteine, die zusammenkommen müssen. Und wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Das Problem ist aber erkannt worden, mittlerweile auch auf europäischer Ebene, sodass ich natürlich hoffe, dass mit der Zeit sich da eine Veränderung einstellen wird oder zumindest ein Umdenken stattfindet, dass wir wirklich uns auch dazu bekennen, dass wir als Gesellschaft das nicht hinnehmen wollen, dass im Internet so andere Maßstäbe gelten als auf der Straße. Und vor allen Dingen auch Ihre App, die trägt ja dazu bei, dass es ein bisschen mehr an den Menschen kommt, an den Bürger kommt. Man kann kurz mal was einstellen und das geht eben dann auch in die strafrechtliche Konsequenz rein. Da denke ich mir eher, dass dann irgendwann die Behörden wieder mehr Mitarbeiter brauchen in dem Bereich. Die nächste Frage geht an Dr. Mehring. Franz Hausinger fragt: Werden Sie denn auch im echten Leben angefeindet oder bedroht oder beschränkt sich das nur auf den virtuellen Raum? Ich glaube, dass das eine Frage der entscheidenden Abgrenzung dessen ist, was man als Bedrohungen empfindet. Und das eröffnet mir die Möglichkeit, vielleicht da auch mal einen Punkt zu machen, der mir wichtig ist für den Maßstab, den wir meiner Ansicht nach im Netz anlegen sollten, um da vielleicht auch mal was zu sagen, was Frau Ballon etwas kritischer sehen könnte aus ihrer Rolle. Also ich halte schon als Politiker auch mit diesem Spruch, wer, wie wird das immer so schön formuliert, wer die Hitze nicht verträgt, darf nicht in der Küche arbeiten, liebe Indra Beyermüller. Also man muss schon auch ein Stück weit dann die Grenze ziehen, was man als Bedrohung und was man als das Problem empfindet. Und ich glaube, es hilft auch wenig gegen Hate Speech, wenn manche Kolleginnen und Kollegen dann dazu neigen, Dinge, die für mich noch im Bereich des Tolerablen sind, als eine Bedrohung zu inszenieren. Also ich sage es mal konkret, wenn ich in meiner Heimatregion in einem Lokal sitze und am Nebentisch gesagt wird, das ist doch der Mehring und der ist doch ein Depp, dann laufe ich in aller Regel nicht heulend aus diesem Lokal und kann auch nicht in der Nacht drauf nicht mehr schlafen und zweifle auch nicht an den Grundfesten meiner politischen Aufgabe. Und deshalb sollte ich, glaube ich, auch nicht, wenn im Internet jemand schreibt, der Mehring ist ein Depp, hinterher sofort eskalieren und eine Titelseite einer Regionalzeitung suchen und mich zum Opfer machen und den Menschen erklären, wie schlimm mein Leben als Politiker ist. Deshalb würde ich da eine klare Abgrenzung machen. Was ich jetzt persönlich erlebt habe, war immer so, dass das, was ich schriftlich bekommen habe, weil es da eben anonym ist, dass das was war, was ich nicht tolerieren würde. Das war einmal diese konkrete Morddrohung und das war zum anderen diese verrückte Sasek-Bewegung, die da diese Feindeslisten geführt haben. Das waren die beiden Dinge, das habe ich eingangs gesagt, die ich für nicht tolerierbar halte und die außerhalb dessen, was ich hinzunehmen bereit bin, sind. Die waren jetzt einmal digital und einmal schriftlich als Brief. Ansonsten ist es in Bayern so, dass du in einem Bierzelt auch mal die Meinung gesagt bekommst. Und da geht es mir wieder Indra Beyermüller. Ich bin ja auch Kommunalpolitiker im Kreistag, im Marktgemeinderat und ich schätze das auch sehr. Ja. Wenn ich in München im Landtag eine schlechte Rede halte, dann merke ich das am nächsten Tag im Pressespiegel und sonst nicht. Wenn ich im Gemeinderat einen Bauantrag ablehne und den Antragsteller beim Einkaufen treffe, dann weiß ich, dass das Gespräch nicht ganz so freundlich wird. Das ist aber, und deshalb erzähle ich das so pointiert, das, was ich aushalten muss, wenn ich Politik mache. Und wenn ich das nicht aushalte, dann muss ich einen anderen Job machen. Was ich nicht aushalten muss, sind Beleidigungen, Beschimpfungen, Morddrohungen, wenn es in mein Privatleben hineingeht und so weiter. Und das ist die Grenze, die ist, glaube ich, im realen Leben relativ klar gezogen. Und ich glaube, die müssen wir hineintransponieren ins Digitale. Ich bin gegen Opferrolle, ich halte da mal einen bösen Facebook-Kommentar aus, aber genauso deutlich erlaube ich mir gerade deshalb auch zu sagen, was nicht geht. Ich fand es auch relativ clever, was Karl Lauterbach gemacht hat. Der hat nämlich seine Kommentare dann einfach zum Beispiel bei der Heute-Show vorgelesen, und zwar wirklich im Wortlaut und hat damit natürlich den Kritikern relativ viel Wind aus den Segeln genommen, aber auch diesen Satire-Magazin, die ihn ja was wahrscheinlich sonst seit Beginn der Pandemie immer wieder aufs Korn genommen hätten. Aber der ist damit sehr, sehr proaktiv umgegangen. Astrid 76 fragt an die ganze Runde, würde ich jetzt mal sagen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Auf Demonstrationen werden Politiker doch auch mit Parolen beleidigt oder auf Plakaten stehen doch auch häufig sehr provokante Sprüche. Wo ist da jetzt der Unterschied zu den Äußerungen im Netz? Vielleicht können Sie, Frau Beyermüller, beginnen.
Ja, also ich glaube, die Abgrenzung hat gerade eben der Herr Dr. Mehring sehr, sehr gut dargestellt. Ja, immer dann, wenn es persönlich wird, wenn es unter die Gürtellinie geht, wenn es die Person in ihrer, sage ich jetzt mal, Ganzheit betrifft, ja, und nicht in ihrer Rolle als Politiker. Ich glaube, wir müssen schon Dinge aushalten. Das ist völlig unbenommen. Da gebe ich dem Fabian sehr recht. Aber eben dann, wenn es bedrohlich wird, tatsächlich auch um Leib und Leben geht, ja, und Morddrohungen gehören für mich dazu. Und da ist dann Schluss mit lustig. Und ich glaube, dass auch hier sozusagen diese Grenze des Persönlichen, ja, man eine Demonstration ist nochmal was anderes, wie ich begegne mir im Supermarkt oder ich habe eine persönliche Begegnung jetzt auch vielleicht in einem Bierzelt, wo es Rückmeldungen gibt, die unmittelbar auch denen unmittelbar begegnet werden kann. Da ist im Netz halt nochmal mehr, ist es weiter weg. Es braucht mehr komplexe Rückmeldungen an dieser Stelle, die auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das sind schon die Unterschiede, die man da sehen muss. Herr Dr. Mehring, ist da mehr Aggressivität drin in den digitalen Meldungen als auf Plakaten? Ich glaube, insbesondere dann, wenn es anonym ist. Also ich bin sehr dankbar für die Frage, weil die mir erlaubt, das Argument noch einmal rund zu machen, weil ich finde, es ist ein super Beispiel. Also wenn auf einem Plakat steht, ich habe eine politische Fehlentscheidung getroffen, werde ich das hinnehmen, genauso wie ich es im Internet hinnehme. Wenn auf einem Plakat steht, ich bringe dich um, dann geht die Polizei auf dieser Demo zu demjenigen hin, nimmt ihm das Plakat ab, zieht ihn raus und verhört ihn. Und genau das wünsche ich mir auch, wenn das gleiche im Internet einer schreibt. Und das findet im realen Leben statt und im Internet nicht. Und deshalb haben wir da Nachholbedarf. Ja, ich würde gerne auch eine Sache dazu sagen, auch wenn ich es jetzt nicht aus meiner eigenen politischen Aktivität sagen kann. Und zwar ist, wenn wir darüber sprechen, uns gegen Hass im Netz einzusetzen, sprechen wir nicht darüber, den politischen Meinungskampf zu sabotieren. Der ist wichtig und der macht uns als Demokratie aus und den wollen wir im Gegenteil, wir wollen ihn ermöglichen. Wir wollen dafür sorgen, dass das Internet wieder ein sicherer Ort wird für beide Seiten des Meinungsspektrums und dass sich nicht eine Seite zugunsten einer einseitigen Diskursverschiebung von einigen, die ganz besonders laut poltern, verdrängt werden aus diesem Diskurs. Und das bedeutet, dass wir eigentlich dafür sorgen wollen, dass alle Menschen sich wieder frei bewegen können im Netz und da sich auch bei sicher fühlen können im politischen Meinungskampf, der ganz, ganz wichtig ist. Und solange eine Kritik und eine Sachauseinandersetzung stattfindet und es nicht einfach nur in die Fäkalbeleidigung, in die Morddrohung, in die wüste Beschimpfung geht, ist das auch alles legitim im Netz und auch in der analogen Welt. Ja, und mit Sachargumenten, da können gerade die Politikerinnen und Politiker ja immer glänzen. Insofern, das sollte ja immer noch erlaubt sein. Auch scharfe Kritik übrigens. Würde Sie gerne mal zu mir in die Sendung einladen.